unangenehme Situation. Wir sind hier direkt an der Bunkerkante. Schwerer Schlag. In dem Fall hier würde ich jetzt einen 56-Grad-Wedge nehmen. Das hat genug Bounce, dass der Schläger sich nicht eingräbt und sollte auch genug Luft haben, dass der Ball schön hoch über die Kante geht. Beim Stand muss man in dem Fall hier vielleicht ein bisschen ausprobieren, was sich am besten anfühlt, wo man am stabilsten steht. Da würde ich jetzt einen Fuß rausnehmen. Dann passe ich meinen Körper dem Hang an. Und dann ist das Wichtigste, erstmal dem Schläger genug Luft zu geben, dass der Ball sicher rausgeht. Ob er jetzt vielleicht ein bisschen kurz ist, ist in dem Fall dann nicht so wichtig. Ja, dann probiere ich einfach ganz normal den Schläger gut zu winkeln. Und wichtig ist wirklich, dass man stabil im Oberkörper und in den Beinen ist. Dass man nicht probiert zurückzufallen und dem Ball künstliche Höhe gibt. Weil dadurch trifft man dann zu früh den Sand und dann wird der Schlag fett. Also stabil im Oberkörper, stabil in den Beinen und einfach den Schläger dann die Arbeit machen lassen im Downswing. Ich probiere vom Gefühl, den Schläger so ein bisschen zum Ball zu werfen.